Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Und wir spielen immer noch Version 2.02 Revision, 2.02 Beta Revision 865. Und mit dabei ist der Kill Bill, er hängt fest. Nein, alles okay. Und mit dabei ist die Mary, hallo. 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 Wir müssen jetzt irgendwo im Westen, Nordwesten oder so ein Scheiß, ne? Ja, irgendwie soll da was Aufgang sein. Ja, wo ist jetzt der Sonnenaufgang, ja? Was, Nordwesten? Nordwesten, Nord. Waren wir jetzt schon drin? Nein, nee. der hat es doch uns gesagt, dass wir zu Nordwesten sollen. Da, Opa. Ach, da war Herzinger, wo bist du? Eigentlich hier brauchen wir bloß der Nase nach. Ah, hier geht's nach Herzinger. Hier schnüffelt's nach Harz. Hä? Inger. What the fuck? Das ist doch Arsch, ja. Ja, echt mal. Also entweder... Guck mal. Ey, übelst hey, versteckt. Hey, what the fuck, ey. Komm da nicht raus. Nee, wo ist so ein Typi? Ich hasse Menschen. Wo seid ihr? Ja. Nee, du kannst, wenn, dann kannst du eh da raus. Du hast uns, ich kann nicht da raus, nein. Ich kann da nicht raus. Da. Ja, dann müssen wir raus aus dem Dorf und unten weiter gucken. Ach, die Säcke. Raus hier. Raus aus dem Dorf, Alter. Mann, das ist ein Täuscher. Schatz. Ganz ruhig bleiben, Pick. Ganz ruhig. Warte, da, vielleicht steht jetzt was hier bei den unbekannten Kräbern. Leroy's Grab und Sibylle's Grab. Sibylle's Grab. Ist klar. Ich weiß ja nicht, an wen du gedacht hast, aber ist klar. An Sibylle. Warte mal, jetzt müssen wir hier doch den richtigen Weg haben, oder? Nee, guck mal, jetzt auch nichts mehr rot. Weißt du, was hat er gesagt? Südwesten, oder? Es ist auch nicht Nacht. Nachts ist es nur rot. Nord. Komm, wir gehen einfach nach Nord. Nordwesten, was hat er gesagt? Ey, wieso richtig? Das ist ein unbekannter Fleck. Weil ich voll cool bin. Haha, genau. Komm, geh kaputt. Ah, verdammt. Ja, lass das Kill Bee oder auf Mary machen. Nee, Mary war schneller. Wurffeil im Lager verstaut. Oh ja. Mary die Magic Wurffeil. Hier, Mary. Kill Bee, kümmere du dich mal um den Typen da unten, der uns einschläfern kann. Nein, ich kümmere mich um den da oben. Naja, der kann uns doch einschläfern. Ach, hast du eine Ahnung. Ja, sonst muss ich wieder mit dir einen Platz tauschen, das ist voll doof. Ja, wir haben gesiegt, haben wir. Das war der Endsieg. Ey, wir sind voll richtig gelaufen. Was geht ab, Mann? Diese Statue. Dies ist die Statue, über die der Feenkönig gesprochen hat. Unglaublich. Und ich habe jetzt als Fee gesprochen. Habt ihr das gesehen? Ja. Das war voll der Mega-Fehler. Ja. Erstens hat die Fee gesprochen. Zweitens war der Text nicht weiß. Und drittens hat die Fee nicht rausgeguckt. Ach, wir müssen die Fee benutzen. Lunatic hat er gesagt, ne? Was? Nein. Ja. Doch. Doch? Lunatic. Tatsache. Das ist eine seltsame Pflanze. Hier, oder? Ich versuche es. Ich sehe keine merkwürdige Pflanze, also. Keine Ahnung. Wird hier wirklich groß geschrieben? Ja, am Satzanfang wird hier groß geschrieben. Das ist kein Satzanfang. Doch, Satzende mit drei Pflanze Punkten ist legitim. Und dann auf einmal hier, oder? Nee, das gehört doch zu einem Satz. Drei Punkte als Satzende sind legitim. Ja. Das ist eine seltsame Pflanze. Hier, oder? Das klingt irgendwie. Müsste vielleicht eine seltsame Pflanze hier oder so. Nee, da müsste eigentlich. Das ist eine seltsame Pflanze hier, dann die drei Punkte und dann oder. Das hier ist irgendwie. Ich soll es hier hinpacken, oder? So, es liest sich doch tatsächlich ein bisschen mehr. Vielleicht irgendwie einen Absatz reinbringen oder eine neue Box oder so, keine Ahnung. Ja, stimmt, so, jetzt weiß ich, wie du meinst. Also dann wirklich ein Absatz, ja. Weil das ist dann irgendwie. Ja, das kann man dann. Nee, so kann man es nicht lesen. Das ist doof. Das ist weil der Absatz, blöd. Weil im Grunde sucht die dann, das ist eine seltsame Pflanze. Aber dann hat sie ja schon gefunden, das ist eine seltsame, guck, sie hat sie ja schon beschrieben. Da müsste sie schreiben, das sind aber seltsame Pflanzen. Hier, oder? Irgendwie hau das Ganze gar nicht hin. Klappt mir. Also irgendwie hau das grammatisch absolut nicht hin. Entweder grammatisch sucht vielleicht die schon, gerade, aber von der Sinnhaftigkeit. Ich weiß nicht. Ja, entweder hat sie die Pflanze jetzt gefunden oder sucht die noch. Und dann sagt sie, hier, oder? So. Also irgendwie. Na, vielleicht ist ja das Geheimnis, da sind vier Pflanzen im Kreis und da musst du in die Mitte, musst du dann die drei Bohnen reinpacken, um nach oben zu kommen, zu dem Schloss, wo der Riese drin ist. Nee, jetzt mal ernsthaft, das ist scheiße, Junge. Das kann kein Mensch nachvollziehen, was die hier macht, weil, das ist okay, das ist eine seltsame Pflanze, gut, sie hat sie jetzt entdeckt und jetzt sagt sie auf einmal hier, oder? Also irgendwie... Diese hier irgendwie. Ja. Ich würde schreiben, das ist eine seltsame oder Pflanze. Man hält sich daran oder überhaupt nicht fest. Und mach da ein komplett eigenes Stückchen Text rein.
Ja, man weiß ja gar nicht, was im Original drin stand, ne? Das wissen wir jetzt deswegen nicht. Kannst du dir doch auch selber was aussetzen. Künstlerische Freiheit. Zumindest soll doch Special da mal gucken, was im Original drin stand und das dann dementsprechend anpassen, weil irgendwie muss das ja auch zu dem, was wir hier sehen, passen. Und irgendwie steht sie da vor einer Pflanze und das war's. So. Ende. Okay, jetzt geht die Welt unter. Ach so, Weg. Ein Weg erscheint. Dö. Darf ich eine von diesen Blumen behalten? Sie riechen so schön. Nach Furz. Von mir. Das kommen jetzt hier speichern und so. Ja. Wer hat jetzt von uns beiden gedrückt? Du. Nein, du hast gedrückt. Nein, du hast gedrückt. Du hast gedrückt. Komm, wir gehen nach oben. Wieso? Warum nicht? Nur ein bisschen rumgucken. Nee, okay. Das ist eine hässliche Kreuzung. Ja. Oh Gott. Bum, bum, wow. Boah, Legman. Hast du wieder 50 Leute auf dem Server gelassen? Nee, da ist nur ein anderer mit dabei. Leggyman. Legman. Nein. Legman. Oh, Kilby. Ich kümmere euch um diese da oben. Ich habe hier keine Lust, dass ich ja schon wieder unsterblich werde. Unsterblich. Das ist doch das Ziel der Mana. Boah, Kilby hat sich voll gebohrt. Voll gebohrt. Los, komm, lass dich jetzt hier hauen, du blöde Blume. Nein, okay. Ja, genau. Hau mal nein. Mach mal einen auf Action, man. Hause, nein. Ja, yeah, ich krieg da ein Level Up, man. Ja, die ganze Zeit aufregen, ne? Dann kriegt er selber eine. Vitality. Ja. Das hab ich von Mortal Kombat. Ey, ich krieg hier keinen Zauber oder was? Wollt ihr mich rollen? Nö, du bist Loser. Ich will zu gucken. Ich hab wirklich keinen Bock. Du bist Statist. Oh, ich hab vergessen, meinen Zauber zu testen. Du bist Statist, verstehst du, wie ich mein? Du kriegst keine Zauber. Das ist ja voll krank. Mit dem Samen, yeah. Juhu! Hat voll Glück, hat einen Samen gekriegt. Warte, ich mach mal. Rattenpfeil, Schneckentempo. Ein Gegner. Die Pfeilratte. Schneckentempo. Langsam. Bam, bam, bam. Und die beobachten wir jetzt, ob der wirklich lahm ist. Guck, wie langsam er geworden ist. Ausweichchance. Also, ist voll langsam, ey. Nee, das heißt ja nicht langsam, sondern vom Tempo. Da kann ich ausweichen. Ja, genau. Also Agilität geht bei ihm runter. Die Agi. Ist jetzt auch kein toller Zauber. Hm. Hab ich nicht einen reingehauen oder was? Voll geil. So, ihr habt noch euer Special. Oder Kilby hat sein Special. Ich nicht. Er könnte ja sowieso das Special. Agilität. Weißt du, weil ihr den nicht boxt. Agilität könnte er an Ausweichen ruhig vielleicht auch ändern. Oder? Könnte man. Weil hier steht jetzt Ausweichen, dort steht Agilität. Ja. Also es sind zwei verschiedene Namen, die dasselbe bedeuten. Also er sollte sich schon entscheiden. Na, also vielleicht ist das ja eine Hintergrundvariable, die du so nicht direkt leveln kannst. Nein. Ausweichen, Agilität ist dasselbe. Dann und deswegen kommen wir wieder zurück ins Spiel. Bin ich doch? Nein. Doch. Wie, nee. Doch. Doch. Okay. Nee, Tatsache. Ich hab mich rausgehauen. Ne, ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ja, ich kümmere mich um die Pflichter hier unten. Also er soll sich auf jeden Fall entscheiden. Ausweichen oder Agilität und dementsprechend dann auch umschreien. Oh. Braucht jemand gerade zufällig? Nee, ne? Gift. Nö. Ach komm, ich gebe mir mal, weil ich jetzt einmal aus Versehen ins Menü gegangen bin, gebe ich mir gleich mal noch einen Bonbon. Gib dir mal die Kante. Ich tu mal Zauber. Jo. Ja, auf, nee, Goldene ja. Rebe. Ja, genau, das ist gut, wenn die nicht ausweichen kann. Ja, gell? Butcher Boom! Vor allem, weil die ja so rumsteht die ganze Zeit. Ja, aber kann ja trotzdem sein, dass du daneben haust und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass du daneben haust. Ausweichchance runter. Kilby. Hier steht wieder Ausweich, ne? Agilität ist das und das ist, er soll ich mal entscheiden. Also Ausweichen oder Agilität ist scheiße. Nein, das können doch trotzdem unterschiedliche Sachen sein. Nein, sind's aber nicht. Agilität ist Ausweichen. Mal. Guck doch mal, wenn ich jetzt so Richtung andere Systeme denke, ja, dann habe ich meine Initiative. Danke, Kilby. Guck, das ist voll die Verarsche. Ich habe sie jetzt gehauen, da stand vorbei. Aber ich habe sie doch verzaubert. Verdammt, vorbei. So, wenn ich aufwache, kannst du gleich wieder mitmachen. Oh, Mary, du hast Special, Mann. Ja, nee, ich schlafe. Ja. Ey, wenn die jetzt auch noch pennt, ne? Wo ist denn der Aufwecker? Wie heißt denn der Aufwecker? Heilkraut? Ja. Okay. So, was wolltest du sagen? Ich hab's vergessen. Nee, Mary wollte was sagen. So, Kilby, kannst du wieder mitmachen. Mann, ich bin jetzt wieder nicht ich. Wer ist jetzt wer? Ich bin wieder ich. Das ist voll kompliziert. Also, ich bin nicht ich. Ich bin jetzt Mary. Ja. Ratschapui.
Ich tue jetzt mal Start drin. Jetzt kannst du, Mary. Und? Bist du bist? Ist immer schwierig, ne? Mitten im Zaubern und so. Ey, wer tut denn da egal was drücken hier? Na, ob ich hier mal die Leute heilen muss? Nee, musst du gar nicht. Na klar, sollen die sterben oder was? Nee, die sind nicht tot. Ne, aber fast. Der hatte nur noch knapp über 100 HP, hallo? Oh Mann, jetzt kommt schon wieder so ein... So, wer ist jetzt von euch wer? Jetzt passt. Okay. Ich bin's. Ja, Mary müsste auch Mary sein. Ja. Mary ist vergiftet. Ich werde dich mal entgiften. Sie ist underpowered. Was kriegt Popo-Ill? Nee. Was Popo-Ill, das ist genau. Für uns vorbehalten. Okay, gut. Kill Bill macht den Special, cool. Ja, immer. Immer drauf auf den Kunden. Kollege. Ja, aber echt mal. Man soll sich trotzdem entscheiden. Ausweichen oder Agilität. Fuck. Das kann nicht einmal so und einmal so heißen, obwohl es dasselbe ist. Ja, warum macht denn der das jetzt auf den? Vorhin hat das immer auf den Boss gemacht. Schönes Scheiße. Was ist Scheiße? Voll scheiß Übersetzung jetzt in Ach so, dem ja, Fall. Ja, jetzt Initiative oder Agilität und Ausweichen. Initiative. Krass, guck dir das an, Alter. Voll Poco Springstab. Ich hab alle. Alle platt gemacht. Also, ich hab gedrückt, ey, und dann hat er den Zauber im selben Moment gemacht. So, Agilität und Ausweichen ist dasselbe. Nein, pass mal auf, und zwar, die Agilität bestimmt, ab welchem Wert du, bestimmt den Grundwert davon, ja, von deiner Ausweichrate. So, und wenn die Ausweichrate allerdings sinkt, dann hast du diesen Wert, was weiß ich, wenn er normalerweise mal 0,3 genommen wird, und wenn dann der Wert dann unter 1 ist, dann bist du halt ausgewichen, sag ich jetzt mal so ganz grob. Verstehst du, wie ich meine? Und wenn du dann die Ausweichrate sinkt, dann wird nicht mehr mal 0,3 gerechnet, sondern mal 0,5. Ja, aber so viele Raten sind doch das. So viele unterschiedliche Eigenschaften gibt's doch gar nicht in dem Spiel. Hier gibt's keine. Ja, das sind dann so Zwischenvariablen halt. Die gibt's ja eben nicht. Werden. Nein, der Special kennt das Spiel, der soll gucken. Und ich sag dir, die gibt's nicht. Diese, dass es da zwei Raten gibt. Das ist doch nur meine Idee dazu. Ja, die Idee ist gut, aber ich glaub's nicht. Soll das Special mal gucken, weil ich glaube, es gibt plus Agilität oder Ausweichen. Ich will mir halt die Spiele immer schön reden. Ja, ich merke schon, aber es hilft nichts daran, dass es doof ist. Sag mal, irgendwer ist jetzt wieder. Bin ich. Bist du irgendwie eingeschlafen, mal? Du bist eingeschlafen. Jetzt so. Gott sei Dank. So, jetzt musst du wieder sein. Warte, oder? Ich hole dich erstmal wieder zurück zu den Lebenden, also zu den Wachen. Zu den Wachenden. Oh. Ich war jetzt auf jeden Fall nicht ich. Jetzt bin ich wieder ich, oder? Ja, ich glaube. Guck mal. Ja, jetzt geht er los hier. Ein Krokodil. Er hat jetzt schon so viel abgezogen, ne? Unglaublich. Hammerbohne. Oh nein. Bam. Mich, nur freilich. Naja, dann ich kannst du ab. Der gar nichts oh, gemacht. Oh, na klar, ja. Darf ich jetzt wieder pennen gehen, Alter? Dem ist Mist Kackerviech, ey. Jetzt bin ich wieder Kill B. Ja. Bist du jetzt ich? Nee. Hey, dann bin ich doch gar nicht eingeschlafen. Tatsache, ich bin gar nicht eingeschlafen. Cool. Ging daneben. Ja, anscheinend. Polenstrahl. Nicht Polenstrahl. Das Kind Pole, der Apfel ist gut. Dein Special. Sehr gut. Hau ihn den Kopf runter mit deinem Roundhouse-Kick. Ja, eigentlich schon, ne? Guck mal, er hat drei Boiler. Irgendwer ist vergiftet von uns. Das ist Mary. Hammerbombenbohnen. Hammerbohne. Ich verrecke hier. Ja, ich kann hier nichts machen, wenn der hier ständig die Scheiße macht. Ja, auch nicht. Magie, Zauberschild. Der macht irgendwelche Schilder. Ey, was ist denn das für ein... Er macht hier voll den voll Spam. Spasten, Alter. Er spammt hier mit seinen scheiß Zaubern. Der alter Spammer, der. Los, Mary, hier. Bitte. Ich ab, Alter. Get down, down. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, werde ich ja gleich mal... Entgiften, bitte. Achso, ja, gibt's gleich. Moment. D-Gift. Kibbel, du kriegst auch gleich noch einen Bonbon. Was? Naja, wenn er jetzt ja einmal gerade nicht am Zaubern ist, dann kann ich das wenigstens gleich mal nutzen. Ah ja, okay, hast recht. Und das Spam so... Nee, ja, das reicht. Das reicht, achso, okay, Entschuldigung. Druckpunkt! Ja, Mary, du kannst nochmal zaubern gehen. Ja, das bringt nicht so viel. Vielleicht kannst du deinen Zauber damit leveln. Oh, der mit seinen kacken Dingern, ey. Wenn ich irgendwas drücken könnte. Goldene Rebe. Ja, hier stand's ja jetzt auch, solche Angriffskraft hoch, ne?
So, und wenn ich dann Level up habe, dann kann ich auch Angriff auswählen. Ah, nee, Stärke. Ah, siehst du, das ist wieder so ein Punkt. Da hat er wieder daneben gegangen. Angriffskraft oder Stärke. Oh, hallo, der Spackensmann. Irgendwie ist er ständig daneben. Ist doch schön. Ja, zum Glück. Kippe. Special. Wenn du Level up hast, ne, steht dort Stärke, ja, ne, erhöhen, oder? Ich glaube ja. Ja, ne? Und jetzt aber Angriffskraft hoch. Also, dann soll er doch gelaufen, dann soll er auch schreiben, Angriff. Kill Bill, dein Special. Nicht schlafen. Toll. Ja, ich mach's doch schon. Dann soll er auch Angriff schreiben. Also irgendwie sind das immer zweierlei Werte, die aber eins sind. Und das finde ich blöd. Da kommen wir ja voll durcheinander. Wir haben nur noch vier, ihr dürft nicht so oft einschlafen. Kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, das ist der böse Stachelalge. Nee. Was ist denn jetzt? Oh, jetzt ein Special Move. Platz. Nee, der haben besiegt. Weil wir göttlich sind. Das hatte ich gerade Special, wollte ich ihm echt mal. Ja, ne? Voll unfair. Klar, immer geht der, nee, aber der Agi, Quatsch, der Special soll man da gucken jetzt wegen Agilität und Stärke und jetzt Angriff und wie, was er gesagt noch, Ausweichen. Das sind so alles vier Begriffe, die aber jeweils eigentlich bloß einer ist. So. Also irgendwie. Ach so, guck mal. Der Text ist wahrscheinlich immer dann braun, wenn die nicht rauskommt. Ja, die sind dein Kopf. Und so. Ja, ist dein Kopfstimme. Ciao, 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 ciao. Guckst du hier? Ciao. Wut? Oh, sieht der kacke aus, Entschuldigung. Ist Tarzinger jetzt männlich oder weiblich? Das ist männlich. Männlich, okay. Ja, das war eine gute Frage. Nee, das war wirklich eine gute Frage. Den hat man nämlich im Tried hat man das ganz schön lang diskutiert, ob männlich oder weiblich. Das wusste ich auch gar nicht. Aber dann haben wir irgendwie rausgefunden, ich glaube, dass der weiblich ist. Also, glaube ich nicht. Also, weil dann gab es dann irgendein Bild, was dann wo besser gezeichnet worden ist, ne? Offiziellen Seite her. Und da konnte man erkennen, dass eben keine. Ja, aber Hartzinger ist doch ein männlicher Name, so ein bisschen. So. Ja. Ich würde keine Frau. Ach, guck mal, da hinten ist Frau Hartzinger. Ja, ich weiß immer genau. Aber da gab's, haben wir auf jeden Fall einen Tweet drüber gemacht. Das weiß ich noch. Na egal. Na gut, ist jetzt mit einer männlichen Stimme, ist es halt ein Transvestit oder so. Ja. Ich bin gerettet. Ich war in der goldenen Rebe gefangen. Sie verbrauchte meine ganze Energie. Ich kann mich kaum bewegen. Ich bin ein Baum. Deshalb sind da die Pflanzen so schnell gewachsen. Ganz genau. Ich denke auch. Ich danke euch. Es tut mir leid, dass ihr gegen die goldene Rebe kämpfen musstet, nur um mich zu retten. Tja. Mach dir keine Sorgen. Aber wir brauchen deine Hilfe, um das Tor zum Heiligen Land zu öffnen. So, Kibbel, du wolltest gerade was sagen? Ja, ich überlege das halt mit dem Hartzinger. Naja. Ich kann nicht. Meine Kraft ist verbraucht. Ich werde nutzlos sein. Nee, aber Hartzinger ist weiblich. Ja, ich bin weiblich. Ich bin weiblich. Hey, ich hab da jetzt noch. Wenn du es in so einem Monster überlebst, dann schaffst du alles. Shaka, ich weiß nicht. Er hat recht, Hartzinger, bitte hilf uns. Danke, dass ihr an mich glaubt. Ich werde es versuchen. Ja. Hartzinger schließt sich an. Okay. Also laut Spieleberater ist er männlich im ersten Teil, ne? Aber man ist der Sache noch mal nachgegangen. Und ich habe da jetzt gerade noch mal im Forum nachgeguckt und da sehe ich zwei Bilder von Hartzinger, wo ganz eindeutig auch Brüste gezeigt werden beim Hartzinger. Vielleicht ist er einfach bloß stark trainiert. Was sind das für schöne Bilder? Nein, die sind ganz normal. Guck mal. Wie weit sind wir eigentlich mit der Aufnahme? Wir sind jetzt halt durch. Unoperierter Mann. Geschafft. Das ist der achte Mannergeist. Yes. Wir sollten mit Bus Kabo zur Insel des Vergessens reisen. Die Zeit läuft uns davon. Insel des Vergessens? Ja, haben wir schon mal. Die Mana-Energie der ganzen Welt fließt dort zusammen. Ja, warte mal, ich habe hier gerade was Skypliches bekommen. Achso, Skibbe hat gerade einen Link geschickt. Mit deinem uralten Zauber können wir die Energie der acht Steine kontrollieren. Kontrolle ist alles. Kontrolle. Und das Tor zum Heiligen Land öffnen. Heiliges Land klingt nach einem Plan. That sounds like a plan. So, also, ich muss noch was sagen. Also hier, Sieger auf meiner 1, wie gesagt, im Spielberater Seite 52 wird er als männlich dargestellt. Warte, im Spielberater offiziell. Und
ja, da könnte man ja davon ausgehen, dass er männlich ist, aber es gibt halt, wie gesagt, mehrere Hinweise darauf. Wie lange dauert denn das, Mann? Internet. Achso, du hast gerade den Thread geschickt. Ja, ja, auch Bilder, wo er eindeutig als weiblich dargestellt ist. Das ist zu sehen, ja. Das ist Herzinger. Sexy, ja. Herzinger. Vielleicht ist er auf Bild einfach so ein Fan-Mail. Also das ist eigentlich weiblich, um es genau zu nehmen. Also irgendwie wurde da damals halt so in dem deutschen Übersetzung darauf geachtet, im ersten Teil wohl bemerkt. Auf Seite 28, ganz wurscht. Ne, nicht seit 52. Nein, ich meine jetzt hier im Thread. Ach so, nee, da, ja. Sollen wir weitermachen? Ist es ja so. Gut, machen wir weiter. Halt. Emu, da. Emu ist wieder da. Leuchtender Blumenwald. Bin über raus aus dem Land. Kraftschub, tralalalalalalalala. Das ist voll das Schlumpfenland. Lalalala. Das ist voll das Schlumpfenland jetzt hier. Ja. So. Nee. Also, wir sind zwar keine Schlümpfe, aber ich bilde mir jetzt ein, dass da hier Schlümpfe sind. Pogo, Pogo. Also, ich mach immer auf alle Gegner. Das ist voll geil. Ich auch. Guck, voll geil. Ich kann immer bloß einen, weil ich voll blöd der Ninja bin. Ich bin der dumme Ninja, ey. Hast du es gesehen, wie wir die platt gemacht haben? La 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 la. Aus dem Flumpenland. Lalalala. Dann kommt der Gargamel, hau ihm eine rein. Und die blöde Katze Azrael ist so blöd, Alter. So. Der offizielle Text war das. Na, da war eine Speichern, ja. Bitte. MP aufgefreshed. Gefreshed. Tja, Leute. Mein Safe. Wo ist mein Timer hin? Da ist er. Hup, speichern. Nochmal speichern. So. Und wir sehen uns am nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutsche Übersetzer von AG Trends. Oh, macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.